Habt ihr Angst vor Geistern? In der heutigen Top 5 behaupten Kinder, sie haben keine Angst vor Geistern und wurden dann eines Besseren belehrt. Darunter folgen natürlich wieder mal einige andere Fälle, die seltsame, möglicherweise paranormale Vorgehen auf unserer Welt zeigen oder eben nicht. Ob echt oder fake, liegt wie immer in eurer Hand. Vorab noch schnelle Werbung in eigener Sache. Schaut doch gerne mal auf meiner neuen TikTok-Seite für regelmäßige Short-Essays vorbei. Doch nun wünsche ich euch viel Spaß und guten Grusel. Diese zwei Kinder sind etwas übermütig. Während sie sagen, dass sie keine Angst vor Geistern haben, reagiert eine Präsenz bedrohlich auf diese Aussage. Seht selbst. Eine Überwachungskamera ist in der oberen Ecke des Esszimmerbereichs installiert und überwacht den Küchen- als auch Essbereich. Wir hören und sehen zwei Kinder in der Küche interagieren. Eines der Kinder sagt, es habe keine Angst vor Geistern. Was war der Anlass zu diesem Statement? Geschehen paranormale Dinge in diesem Haus, die sich die Kinder aus erster Hand mit Geistern erklären können? Wenige Sekunden darauf schlägt es die Tür zum Esszimmer zu und die Kinder flüchten kreischend aus der Küche. Wer oder was jagt den Kindern den Schrecken ein? Das Video ist zu sehen auf der TikTok-Seite PG Stories, welche täglich auf deren Seite mysteriöse und unheimliche Clips veröffentlicht. Es fehlt die Quelle zum Original und zusätzlich jeglicher Kontext zu den Gegebenheiten, weswegen man nur mit dem im Video greifbaren arbeiten kann. Gegebenenfalls kennen Zuschauer unter euch die Originalquelle und wissen mehr dazu. Die Aktion und Reaktion der Kinder erscheint weniger geschauspielert. Was jedoch durchaus ein Akt der Unterhaltung sein kann, ist das Zuziehen der Tür im passenden Moment. Ein Familienmitglied, das den Kindern einen Streich spielt. Einen ziemlich heftigen. Wer macht sowas Böses? Bedenken wir dazu, dass die Kinder im Video vor der Spukreaktion klar machen, dass sie ja keine Angst vor Geistern haben, muss logisch zuvor etwas passiert sein, das sie zu dieser Aussage bringt. Was könnte das gewesen sein? TikTokerin Melena Immediato geht mit einem Kurzvideo ihres Hundes viral. Mehr als 4,5 Millionen Menschen haben bisher das komische Verhalten ihres Hundes gesehen. Die Frage ist aber, was hat sie gesehen? Bruh. What do you see? Oh my God. What? Girl? You're gonna get me scared. Noch bevor der Hund auf das Bett springt, fragt die TikTokerin, was der Hund denn sehe. Auf dem Bett dreht sich die Hündin in Richtung Tür und beobachtet die Stelle ganz genau. Die Hündin fängt zu knurren an und ihr Fell sträubt sich, als würde Gefahr vor ihnen lauern. Was hat sie gesehen? In einem darauffolgenden TikTok-Video benutzt Melena den sogenannten Reality-Triple-Effekt, welcher angeblich zur Erkennung von Geistern auf der Kurzvideoplattform genutzt wird. Die Ergebnisse lassen Zuschauer in den Kommentaren mit Angst zurück. Alright, I wanna use this filter real quick. It looks like it's like only on the jacket. These kind of look like faces to me. Der Effekt erkennt etwas an der Garderobe und darüber. Doch die Formen shiften bzw. verändern sich. An einer Stelle sagt sie, dass das wie eine Person aussehe. An manchen Stellen kann man mit viel Fantasie eine quasi menschliche Form oder ein Gesicht erkennen, was jedoch nicht heißt, dass der Filter eine übernatürliche Präsenz wahrnimmt. In Kombination mit dem auffälligen Verhalten des Hundes lässt sich jedoch darüber zumindest spekulieren. Was meint ihr? Hat die Hündin angeknurrt und beobachtet? Ein Würstchen in der Jackentasche oder ein Geist im Schlafzimmer? Um nichts mehr zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Über kostenlosen Support in Form von einem Like würde ich mich sehr freuen. Danke für jegliche Unterstützung, Freunde der Nacht. Jetzt geht's weiter.
Wir sind unterwegs mit dem Kanal Archiva Extinto, welche sich in die sogenannte Universität des Todes einfinden. Aufgrund der Sprachblockade kann ich euch nicht viel an Kontext oder Informationen übersetzen. Jedoch erkennt man mit klarem Geiste, dass es sich um eine Erkundungstour in einem verlassenen Gebäude handelt. Es sei gesagt, dass ihre Funde dort euch mit Gänsehaut zurücklassen. Creo que lo vi, güey. Creo que lo capté. Creo que yo lo capté con mi cámara, güey. Gegenstände fallen ohne jegliche Erklärung um. Ob Wind, geschauspielert oder eine Präsenz, die ihnen auf den Fersen ist, wissen wir noch nicht. Eines steht jedoch fest, die Räumlichkeiten sind schon mal kein guter Ort, um von Präsenzen heimgesucht zu werden. Es bleibt also spannend. ¿Hay algo o alguien que habite este lugar? ¿Hay alguna entidad que habite este lugar? ¿Algún espíritu? ¿Hay algo o alguien que habite este lugar? Ah, no mames. No mames, no mames. Cámara 2. Cámara 2, güey. Se vio algo allá, se vio algo allá. ¡Hola! ¡Hola! In einem großen, hohlen Raum bleiben die abenteuerlustigen Erkunder für einen Moment und stellen Fragen in den Raum, so als wäre die Erwartung, dass auch eine Antwort kommt. Und diese kam auch, mehr oder minder. Im Schein der Taschenlampe erkennen wir in der Dunkelheit eine schwarze Figur, die wie gebückt aus der Szene davonläuft. Die Erkunder bleiben just im Moment geschockt zurück. In der Wiederholung sehen wir noch besser, wer oder was sich klammheimlich davonschleichen möchte. Eine schwarze Masse, vielleicht einen Meter hoch, die auf halbem Stockwerk, mehrere Meter von der Gruppe entfernt, sich sichtbar macht. Was haben sie da eingefangen? Ein Kumpel in schwarzem Gewand oder ein unheimliches, klar zu erkennendes Schattenwesen, das sie schon die ganze Zeit verfolgt? Ihr seid wie immer die Richter. Mit rund 2400 Upvotes auf folgenden Reddit-Post findet dieses Video anscheinend besonderen Anklang in der Reddit-Community für Geister und Paranormales. Wir sehen gleich ein 17-sekündiges, aber eindeutiges Video, wozu uns als Information hinterlassen wird, dass dies von zwei jordanischen Männern eingefangen wurde. Seht einfach selbst. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Hajji! حجي يا حج حج حجي بسم الله الرحمن الرحيم بيش جوا وين هات هات لوكس وين دقيق 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 حجي Wir hören zwei Stimmen, die nach meiner Vermutung ein Gebet auf ihrer Sprache sprechen. Sie scheinen in einer Höhle zu sein. Einer der Männer räumt einen Stein weg, hinter welchem sich ein Hohlraum verbirgt. In diesem Hohlraum versteckt sich, wie wir auf Kamera sehen, ein eigenartiges Wesen. Was ist das? Auch der Poster des Videos fragt, ob dies ein Geist, Djinn oder Mensch sei. Was man erkennen kann,
ist ein Kopf, zwei Augen, eine Nase und ein Mund. Woher das Video genau stammt, wird nicht gesagt. Genauso wenig von wem und aus welchem Anlass. Leider bricht der Clip auch schon kurz nach Verschwinden des Gesichts abrupt ab. Man hört definitiv die Beunruhigung in den Stimmen der Männer. Ob Schauspiel und Fake oder ein wahres Mysterium, liegt wie immer in eurem Empfinden. Die nächste Videoserie stammt vom TikTok-Nutzer LukasBRQT. Lukas und sein Kumpel haben schon ziemlich unheimliche Sachen im Haus erlebt. Von Gegenständen, die sich von alleine herumschieben, bis zu Klopfgeräuschen. So das Übliche, an was man bei Spuk sich denken kann. Der Geisterterror spanne sich immer mehr an und so entschied Lukas an folgendem Tag, den Spuk auf frischer Tat mit Kamera zu ertappen. Alors, on vient de mettre pause au film. Ça a couru à l'étage et ça, ça bouge de ouf. Lucas, tu vas voir. C'est grave chelou que ça bouge sans rien. Ça, ça va se casser la gueule. C'est hyper flippant. Ça s'arrête pas, hein. Faut qu'on aille voir. Vas-y. Je l'attends en bas. Hein. Cool. Bah viens avec moi. C'était le mec. Merde ta chambre, ça. C'est déjà bien flippant. La chambre rouge. Donc là, il y a Mimi qui nous a rejoint. Là, on est sur le reportage maison hantée. Je tiens à préciser qu'on a entendu quelqu'un littéralement courir à l'étage. C'était pas le chat, évidemment, il était vers nous. On n'a rien dans la chambre. Là, c'est quoi comme chambre? C'est la chambre d'Ali. Schwer erklärlich schwingen die Lampen im anderen Raum. Sie schauen im roten Raum nach, doch finden nichts, was auf diesen Spuk zurückführen lässt. Somit entscheiden sie sich, im Gästezimmer nachzuschauen. C'est la chambre d'Ali. Mais on s'en sert quasiment pas. C'est hyper flippant. Ok, donc là il y a littéralement une porte ouverte. Ce qui est. C'est... Ouais, bah, normalement c'est le placard qui est fermé. C'est le placard où j'ai mis tout le bordel quand j'ai emménagé. Puis c'est allumé normalement. C'est pas allumé normalement. C'est quoi ça? Ça veut dire qu'il y a un truc. Ouais, attends, il est où le chat? Viens là. Passe pas là. Viens. Allez. Allez, sors de là. Y'a quelqu'un? Dépêche-toi. Y'a quelqu'un? Je sais pas, mais je laisse pas le chat là-dedans. Putain, il peut pas venir en plus. Oui, quoi. Et puis bizarrement, on monte, ça fait du bruit. Ça, c'est toujours comme ça, j'ai l'impression que ce genre de trucs bizarres. C'est pas le chat qui a fait du bruit, le chat il marchait de ranger. Non, mais t'es cool, le chat surtout. Il avait pas le chat, hein? Il avait pas le chat? Non, il a pas le chat. Ça, ça bouge plus. Et le chat. Bien du con. Dem Filmer fällt die offene Tür zum Stauraum auf. Der Besitzer behaupte, normalerweise sei sie immer geschlossen. Ebenso sei es nicht normal, dass das Licht einfach so an ist. Der Filmer schaut nach, doch wieder finden sie nichts, außer Hinweise oder Zufälle. Als sie die Treppen runterlaufen, hören sie unerklärliche Schritte aus dem Stockwerk über ihnen, aus welchem sie die gerade beschriebenen unannehmlichen Beobachtungen gemacht haben. Natürlich schauen sie nach.
Vorsichtig tasten sie sich die Stufen hinauf an den Raum heran, aus welchem die unidentifizierbaren Schritte zu hören sind. Die zwei, oder besser gesagt drei, wenn man die Katze mitzählt, schleichen immer noch beharrlich voran. Man kann anhand der Katze sehen, dass sie sich vor den Geräuschen erschreckt und irgendwie in Panik gerät. Kurz vor der Tür rammt die vermeintliche Präsenz dagegen. Mit wie viel Mut auch immer, stürmen sie in das Gästezimmer, um dort wieder mal nichts zu finden. Ein wenig Überwachungskameramaterial zeigt jedoch den Spuk im Gästezimmer, wie uns der TikToker später zeigt. Wir sehen, wie sich die Tür zum Stauraum öffnet. Eine Art Papiertüte zieht es nach vorne. Etwas fällt von einer Anhöhe auf den Schreibtisch. In einer scheinbar anderen Nacht wird on top der Gamingstuhl gedreht. Wurden hier entweder viele Fäden gezogen oder bedient sich die Präsenz aus den ersten Videos an den Objekten im Gästezimmer. Was meint ihr? Danke fürs Einschalten, ihr Ghostbuster. An dieser Stelle auch ein herzliches Danke an den Designer des neuen handgezeichneten Logos Drawing Mass. Zum Ende nochmal wiederholt, sei meine kleine TikTok-Seite. Schaut ihr gerne mal vorbei. Ich würde mich freuen. Aber jetzt, bis zum nächsten Video, Freunde der Nacht. Macht's gut.